Hallo und herzlich willkommen bei BricsBuilds. In der letzten Zeit sind wir des Öfteren gefragt worden, wie denn unsere Platte aktuell aussieht, beziehungsweise was sich hier alles im Detail tut. Und dazu machen wir heute gerne ein Update-Video und wir zeigen euch so die aktuellen Baustellen, teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes, bei uns auf der Platte. Viel Spaß damit! Wir beginnen die Tour am wichtigsten Gebäude in der Trainworld, das Bahnhofsgebäude. Und viele von euch wissen das bestimmt. Das Gebäude haben wir nach einem realen Vorbild gebaut. Das ist auch der Bahnhof bei uns am Ort in Walleshausen. Und der Metroliner ist hier gerade eingefahren und verlässt jetzt dann den Bahnhof. Und so wird der Blick ganz frei auf den Bahnsteig. Hier gab es auch kleine Neuerungen. Es sind neue Gäste angekommen im vorderen Bereich. Sie unterhalten sich mit einer Schaffnerin. Ein Fotograf knipst ein Foto und ein weiterer Schaffner winkt dementsprechend den nächsten Zug ein. Und hinten sind ganz viele liebe Minifiguren von anderen YouTuber-Freunden und es werden bestimmt noch mehr einziehen. Als nächstes zeige ich euch dann den Metroliner. Ihr wisst ja, oder vermutlich wissen es die meisten, der Metroliner ist ein bisschen älterer Zug, finden wir aber trotzdem für wunderschön. Im Original von Lego ist er für das 9-Volt-System ausgelegt. Wir haben es umgebaut oder wir haben ihn umgebaut auf ein Powered-Up-System, sodass er bei uns auf der Platte fahren kann. Zum Metroliner haben wir noch einen Postwaggon dazu gebaut, gemockt oder gemoddet, je nachdem, wie man es nennen will. Und der Metroliner hat noch einen zusätzlichen Passagierwaggon bekommen. Bei dem fehlen jetzt noch ein paar kleinere Teile, aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn jetzt mit angehängt und ich finde, von der Länge her ist er jetzt schon recht stattlich. Und der Michi lässt ihn jetzt mal losfahren. So, er dreht seine Runde und in kürzester Zeit würde er dann wieder am Bahnhof einfahren. Und hier kommt er. Beim nächsten Detail schwenken wir über die Straße und kommen auf einen DeLorean. Das Original stammt von Brickworld und wir haben das Ganze noch gemoddet und gerade im hinteren Bereich relativ viele Anpassungen und Modifikationen vorgenommen, sodass er unserer Meinung nach dem Original relativ nahe kommt. Außerdem wurde ein 9-Volt LED-System verbaut, was wir über die Straße unten einführen. Die Batterie, ich versuche es mal einzufangen, versteckt sich hier unter der Straße, was sich relativ gut realisieren lässt. Und ihr seht es auch schon, gerade die Rücklichter stechen relativ gut ab und im Dunkeln sieht man es natürlich noch besser. Als nächstes zeigen wir euch eine Teststellung, die wir aktuell hier in der Trainworld aufgebaut haben. Und wir machen es eigentlich immer so, bevor es dann letztendlich einzieht, wird es entweder am Bautisch probehalber aufgebaut oder an einen kleinen Rand. Und dementsprechend ist es jetzt hier mal soweit installiert. Es zeigt zwei Formsignale, die über ein Powered-Up-System angesteuert werden. Und dann über die App. Dementsprechend die Signale geben können. Von der Funktion her versuchen wir mal relativ einfach zu bleiben. Es ist über ein Seilzugsystem. Wir gehen jetzt hier mal drauf. Also quasi im Handbetrieb. Michi zieht mal an, genau. Und das Ganze geht dann hinten auf dem Hub und auf dem Motor und ein kleines Getriebe, wo über Gummiseilzüge dann letztendlich den Antrieb realisiert. Ihr dürft dazu noch ein ausführliches Tutorial erwarten.
Und soweit funktioniert das Ganze schon mal. Und später wird das Ganze natürlich auch fest in der Trainwelt bei uns mit integriert und installiert. So, dann hier mal ein Schwenk aus einer anderen Perspektive. Der DeLorean, den nehmen wir auch noch kurz mit. Und ich gehe dann rüber zum Bahnhofsbereich. Vor dem Bahnhof steht die Pizzeria vom Mockbilder. Die haben wir mittlerweile umgewandelt in ein VIP-Restaurant. Und vor dem VIP-Restaurant parkt der Eiswagen, wo das gute Eis vom Innobrick verkauft wird. Und dann hier auch wieder der Schwenk aus der Trennwelt raus. Dann hier mal der Blick auf die Trennwelt aus einer anderen Perspektive. Der DeLorean ist jetzt hier auch besser von der Seite zu sehen. Und ich gehe dann mal rüber über den Imker, über die Baustelle wieder hin zum Bahnhofsgebäude. Vor dem Bahnhofsgebäude ist die Pizzeria, die wir damals vom Mockbuilder gekauft haben. Das Gebäude haben wir momentan in eine VIP-Lounge bzw. in eine VIP-Pizza umgewandelt. Und vor der Pizzeria steht der Eiswagen, wo es das köstliche Eis vom Innobrick zu kaufen gibt. Also das ist sehr zu empfehlen. Und ich zoome euch dann noch kurz mal raus mit einer Perspektive auf die Einfahrt zum Bahnhof. Und wie immer bei den Trainworld-Updates bei uns, zieht eine neue Figfig ein. Wir freuen uns sehr, dass heute Opa Andi zu uns dazukommt. Und Opa Andi hat neben seiner Figfig auch eine Sigbrick oder einen Sigbrick. Und er wird dementsprechend auch einen Ehrenplatz bei uns bekommen. Wer Opa Andi noch nicht kennt, wir haben seinen Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Opa Andi ist ein ganz, ganz netter und ein ganz aktiver Streamer. Er hat zum Beispiel am Montag immer Technik-Streams oder am Freitag ist er in der Regel auch immer online, hat illustre Gäste mit dabei und wie gesagt, schaut einfach mal gerne bei ihm vorbei. Und mit diesen Bildern möchten wir uns dann von euch verabschieden. Ich schwenke einmal nochmal komplett über die bisherige Anlage drüber. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr, sehr freuen. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren rein. Für Anregungen sind wir immer offen und wir freuen uns auch immer. Und wenn ihr mal was gebaut haben möchtet und wir können es realisieren, packt es gerne auch mit in die Kommentare. Und ich sage dann soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.